Nachhaltiger Fahrspaß garantiert. Der Mini Cooper SE Countryman All 4 ist der erste Mini mit Plug-in-Hybridantrieb. Zum Countryman passt der Antrieb perfekt, weil er bietet einen Allradantrieb, kann aber auch rein emissionsfrei in urbanen Gebieten fahren, größere Strecken elektrisch fahren. Das ist etwas, was eine Herausforderung ist und einmalig im Minisegment. Gewohnt sportlich agil sorgen nun ein Dreizylindermotor und ein Elektromotor für eine Systemleistung von 224 PS. Beim elektrischen Fahren punktet er mit bis zu 125 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit und bis zu 42 Kilometer Reichweite. Sowohl im Stadtverkehr, auf längeren Strecken und dank All 4 auch abseits der Straßen. Wir haben bei diesem Antriebskonzept zwei getrennt angetriebene Achsen. Die Vorderachse wird über den Verbrennungsmotor angetrieben, die Hinterachse über den Elektromotor. Im Zusammenspiel können wir einen intelligenten Allrad darstellen, der bei jeder Witterungsbedingung und Fahrbahnoberfläche perfekte Fortbewegung sicherstellt. Der elektrifizierte Mini bietet effiziente Details. Die Hochvoltbatterie ist an der Steckdose in 3,25 Stunden oder an der Wallbox in 2,5 Stunden aufgeladen. Im Cockpit sorgen hybridspezifische Anzeigen für Überblick. In der Toggle-Leiste gibt es einen Schalter, mit dem der Fahrer Max E-Drive aktiviert und damit fährt er rein elektrisch, solange der Speicher die Energie zur Verfügung stellen kann. Ein optimales Energiemanagement gewährleistet den Mini-typischen Fahrspaß. Und trotz Hybridtechnik wird kaum auf Gepäckraumvolumen verzichtet. Praktisch hat er keine Einschränkungen bei diesem Antriebskonzept. Der Fahrer hat einen vollwertigen Kofferraum. Die ganze Technik ist so verbaut, dass man im Innenraum nichts davon wahrnimmt. Mit einem neuen Raumkonzept, ausdrucksstarkem Design und lokal emissionsfreiem Fahren überzeugt der Mini Cooper SE Countryman All 4 als Modell der urbanen Zukunft.